Fohlen haben die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg aufgenommen. Neben Kapitän Lars Stindl und Mamadou Doucouré fehlte heute auch Toni Janschke wegen leichten Knieproblemen. Die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wolfsburg findet am Donnerstag um 13 Uhr statt. Ihr seht das Ganze wie immer live bei Fohlen TV, YouTube und Facebook. Der freie Ticketvorverkauf für das Spiel am Samstag läuft aktuell. Es sind wieder 10.000 Zuschauer im Borussia Park zugelassen. Erhältlich sind ausschließlich Sitzplatztickets ab 19,50 Euro auf der Nord- und Osttribüne sowie im Unterrang der Südtribüne. Alle Infos findet ihr auf Borussias Homepage. In der dritten Folge des Bitburger Fohlen Talks war heute Toni Janschke zu Gast. In dem neuen Videoformat geht es vor allem um Borussia. Es werden aber auch viele Themen abseits des Fußballs angesprochen. Singen oder tanzen? Die Frage kam auch gerade wieder. Gibt's was Drittes? Weil ich kann weder gut singen noch gut tanzen, demzufolge können wir das Thema abhaken. Dein Lieblingstor in deiner Karriere? Von Siri kam die Frage, dankeschön. Es waren nicht so viele und die sahen gefühlt alle gleich aus, aber ich würde sagen gegen Köln zu Hause. Also besser geht ja gar nicht. Die aktuelle Folge findet ihr bei Fohlen TV und auf Borussias YouTube-Kanal. Borussia Mönchengladbach und die Bitburger Privatbrauerei haben ihre seit 2011 bestehende Partnerschaft bis zum Ende der Saison 2024-25 verlängert. Als Co-Sponsor und Stadionpartner der Fohlen behält Bitburger auch die Liefer- und Ausschankrechte für Bier- und Biermischgetränke. Am 26. Spieltag der Regionalliga West hat Borussias U23 am Wochenende trotz eines klaren Chancenplus eine 0:1 Heimniederlage gegen den SC Wiedenbrück hinnehmen müssen. Und auch heute im Derby bei der zweiten Mannschaft vom 1. FC Köln lief es nicht besser. Am Ende gewann Köln 2:0. Am kommenden Samstag ist Alemannia Aachen der nächste Gegner im Reiter-Grenzland-Stadion. In der A-Junioren-Bundesliga hat Borussias U19 trotz drückender Überlegenheit eine 0:1 Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen kassiert. Ein halbes Dutzend guter Chancen konnte dabei leider nicht verwertet werden. Stattdessen nutzten die Gäste in der Schlussphase ihre nahezu einzige klare Gelegenheit der Partie zum Siegtreffer. Beim Wuppertaler SV wollen die Jungs am Samstag um 11 Uhr dann wieder die nächsten Punkte holen.